Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unseren Finanzen heute am 20. August 2017? Wir brauchen immer noch ein gewisses Gleichgewicht. So wie ich das gestern erklärt habe, das gilt heute immer noch. Außer Pflichten und Zahlungen und Sparsamkeit gibt es auch Lebensfreude. Und da sollen wir großzügig damit umgehen. Es ist kein verlorenes Geld, weil so kommt das Geld im Fluss. Es kommt auch zurück. Ich meine jetzt nicht den Konsum, sondern etwas kaufen oder etwas erlauben in unserem Leben, was uns begeistert, eine Herzensangelegenheit, weil das unserem Wunsch ist. Natürlich nicht auf Kredit, weil dann geht das Geld wirklich zum Verlust. Also so bewegen wir die Finanzen, weil das gehört zur Finanzenergie. Worauf sollen wir achten auf dem heutigen Tag? All das, was mit der Vergangenheit zusammenhängt. Alte Geschäfte, alte Verträge, Kontakte, etwas, was wir als Sicherheit betrachten und hängt mit der Vergangenheit zusammen, das kann zu Verlust gehen. Wir brauchen neue Ideen, neue Investitionen. Und momentan sollen wir auf dem Gleichgewicht achten. Dann morgen ist Neumond. Dann brauchen wir eine nach innen schauen. Da bekommen wir in diesem inneren Ruhe, spüren wir auch die Kraft, bekommen wir auch neue Ideen. Und wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann können wir auch investieren. Heute ist wichtig die Gleichgewicht, die inneren Ruhe und Gedanken machen, was für Ideen können wir verwirklichen, wo liegt das Gewinn, diese Ideen verinnerlichen, aber noch nicht handeln, auch noch keinen Vertrag unterschreiben. Und wenn jemand Interesse hat, ihre persönliche finanzielle Lage zu verbessern, dann unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten und ich begleite euch auf diesem Weg. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.